Überzeugen ohne Sachargumente. Wie geht das? Angenommen, Sie wollen Menschen überzeugen, dann werden Sie mit ziemlicher Sicherheit Zahlen, Daten, Fakten bringen. Oder Sie wollen jemand von einem Hawaii-Urlaub überzeugen, dann werden Sie solche schönen Fotos zeigen. Oder Sie wollen jemand vom Rauchen abbringen, dann werden Sie mit solchen Fotos agieren. Und wenn Sie jemand zum Kauf bewegen wollen, ja, dann locken Sie doch mit Rabatten, mit entsprechenden Vorteilen und Nachteilen. Es gibt allerdings noch etwas, womit wir andere Menschen überzeugen können. Mein verstorbener Mann und ich wollten vor vielen Jahren ein Haus kaufen. Wir träumten von einem Haus mit Kamin. Der Immobilienmakler zeigte uns auch etliche Objekte, aber irgendetwas stimmte immer nicht. Aber schließlich hatte er ein Objekt, da passte alles, die Lage, der Preis, nur es hatte keinen Kamin. Das haben wir auch bemängelt. Daraufhin sagte der Immobilienmakler: "Na ja, den können Sie auch noch später einbauen." Stimmt das? Ja. Haben wir das gemacht? Nein. Aber überzeugt hat er uns trotzdem, das Haus zu kaufen. Ja, womit hat er denn uns jetzt überzeugt? Nun, die Sophisten, die sich ja intensiv mit der Rhetorik im alten Griechenland beschäftigt haben, haben erkannt, dass man Menschen mit Plausibilität überzeugt. Und genau das hat der Immobilienmakler gemacht. Es ist plausibel gewesen, was er gesagt hat. Und deshalb ist für Sie wichtig, wenn Sie andere Menschen überzeugen möchten, dass Sie nach einer plausiblen Aussage schauen. Und viele Theorien, Modelle, die gerade Kommunikationstrainer, Rhetoriktrainer verwenden, beruhen auf Plausibilität. Diese Modelle, diese Theorien können Sie wissenschaftlich betreiben, aber es sind keine Wissenschaften. Und daran können Sie erkennen, wie machtvoll plausible Aussagen sind. Denn was plausibel ist, muss nicht bewiesen werden. Aristoteles hat sich ebenfalls intensiv damit beschäftigt, womit man andere Menschen überzeugt, und er hat erkannt, dass es vor allen Dingen Topoi sind, mit denen man überzeugt. Und Topoi sind allgemeine Gesichtspunkte in Bezug auf Recht, Natur, Politik und vieles andere mehr. Und solche Topoi, die kennen Sie auch. Topoi, der Singular heißt Topos, das ist ein Ort, ein Allgemeinplatz, eine Lebensweisheit, ein Spruch. Sehen Sie, diese Topoi kennen Sie. Und solche Topoi gibt es seit vielen Jahrhunderten und es gibt auch immer wieder neue. Sie werden auch immer wieder erfunden. Und deshalb hier nochmal drei Beispiele. Michael Gorbatschow hat einen Topos erfunden: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oder ich habe drei Reden von Angela Merkel analysiert und in jeder Rede hatte sie ein Topos. In einer Rede zitiert sie eine Sportlerin mit dem Satz: "Es ist nie zu spät, Sport zu treiben." Stimmt das? Ja. Und schließlich Konrad Adenauer. Nun, wir alle wissen, unser Rentensystem, das ist doch ein wenig fragwürdig geworden. Und warum? Nun, in den 50er Jahren gab es mal wieder also Ebbe in der Staatskasse und man hat das Rentenversicherungssystem geändert in einen Generationenvertrag. Und der Topos, der dem Ganzen zugrunde lag, lautet: Kinder kriegen die Leute immer. Ist das plausibel? Ja. Aber plausible Aussagen sind nicht zwangsläufig allgemeingültige Wahrheiten, aber es sind Lebensweisheiten. Und damit können Sie andere Menschen überzeugen. Und deshalb suchen Sie nach entsprechenden Topoi oder erfinden Sie selber welche, denn was plausibel ist, muss nicht bewiesen werden.